Ja, willkommen zu dieser Veranstaltung heute Abend von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und zwar der lange Weg zur Drohnenmacht. Wir stellen eine Studie vor, die Matthias Monroy für uns als Rosa-Luxemburg-Stiftung kürzlich verfasst hat. Da geht es um die Ausstattung der deutschen Bundeswehr mit Drohnen. Und zwar eben sowohl historisch von den ganzen Drohnen, die die Bundeswehr einsetzt, bis hin zu den geplanten und jetzt gerade in Angriff genommenen Beschaffungsprojekten. Ich begrüße auch besonders herzlich Ute Fink, beziehungsweise Fink Krämer. Du bist jemand, die für die SPD im Bundestag gesessen hat, aber ich glaube, noch viel mehr Zeit deines Lebens hast du in der Friedensbewegung dich für Antimilitarismus engagiert und gilt eben in der SPD als eine der entschiedensten Kritikerinnen des deutschen Drohnenprogramms. Deswegen sitzen wir hier zusammen. Die SPD ist jetzt diejenige, die das Drohnenprogramm sozusagen nochmal stoppen oder modifizieren kann aufgrund der Bundesregierungskonstellation. Aber der Anlass, warum wir heute hier sitzen und die Studie vorstellen, ist tatsächlich die heutigen Ausschusstagungen im Bundestag, die sowohl im Haushaltsausschuss wie auch im Verteidigungsausschuss ergeben haben, dass der Start der Eurodrohne tatsächlich freigegeben wurde. Also das Entwicklungsprogramm mit anderen Nationen. Aber dazu wird Matthias dann noch mehr berichten. Ute wird so zu dem ganzen Prozess auch sozusagen ergänzen und aus ihrer Sicht darstellen und auch auf eben gerade im Bereich aktueller Beschaffungsprojekte darstellen, wie da die Entscheidungssituation ist. Mein Name ist Norbert Schepers. Ich bin der Leiter des Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Bremen und habe die letzten Jahre damit zugebracht, auch unter anderem mit Vorträgen, in denen ich diese Drohnenkriegsführung erkläre, rumzutingeln. Deswegen moderiere ich diese Veranstaltung. Ich würde jetzt mit Matthias Monroy starten, der für uns die Studie verfasst hat. Matthias, du bist jemand, der sich eben lange mit europäischer Polizeizusammenarbeit und der entsprechenden technischen Ausrüstung auseinandergesetzt hast. Und ich glaube, darüber auch unter anderem auf das Drohnenthema gekommen bist. Du hast für verschiedene Bundestagsabgeordnete gelegentlich gearbeitet und darüber auch viele dieser Anfragen im Bundestag zum Drohnenprogramm mitgestaltet und bist von der eine der Top-Quellen, wenn man sozusagen kritisch dieses Drohnenprogramm betrachten will. Die Studie liegt vor, die kann bei uns als Rosa-Luxemburg-Stiftung bestellt werden. Ich bitte dich erstmal, die wesentlichen Inhalte darzustellen. Matthias, du hast das Wort. Danke. Ja, vielen Dank. Also wie du schon gesagt hast, die Studie basiert vor allen Dingen auf Antworten zu kleinen Anfragen oder anderen parlamentarischen Initiativen, die ich im Wesentlichen für die Linksfraktion gemacht habe. Und wo die Bundesregierung, in dem Fall das Verteidigungsministerium, quasi antworten musste, eben zu den verschiedenen Drohnenprojekten. Und ich will das jetzt mal so ein bisschen darstellen. Es gibt dafür einen Zeitstrahl, der auch in der Broschüre abgedruckt ist. Dafür bitte ich Henning, die hin und wieder einzuspielen. Das ist die einzige Folie, die ich jetzt zeigen will. Was ich interessant fand, was ich auch gerne teilen würde, als ich mich halt damit beschäftigt habe, mit den Drohnenprojekten. Also ich habe eigentlich so, sage ich mal, 2011 angefangen, das alles zu beobachten und abzufragen und bin darüber natürlich dann auch so ein bisschen auf historischere Sachen gestoßen. Aber erst im Rahmen der Studie habe ich zum Beispiel festgestellt, dass die Bundeswehr eigentlich schon in den 60er Jahren angefangen hat, mit Drohnen zu hantieren. Und zwar Anfang der 60er Jahre hatten die Drohnen ausgeliehen bekommen von der US-Armee, die in Süddeutschland stationiert sind und wurden dann auch an Drohnen geschult, also wurden in die USA geschickt und konnten dann dort eben die Handhabung, also die Steuerung und Missionsführung von Drohnen lernen. Vielleicht bei der Gelegenheit mal gleich kurz den Unterschied, also die Pilotinnen und Piloten übernehmen ja nicht die sämtliche Funktion der Drohnen, sondern die steuern eben das Gerät. Und dann hat die Drohne verschiedene Sensoren oder eben Waffen angehängt und die werden von einem extra Personal bedient. Also und dieses Bedienpersonal sind dann entweder Waffenbediener und Bedienerinnen oder eben Sensorbedienerinnen und Bediener. Und die werden also eben quasi unterschiedlich ausgebildet. In dem Fall, Anfang der 60er, passierte das dann in den USA.
Henning, jetzt wäre es cool, wenn du mal den Zeitstrahl einblenden könntest und beginnen würdest mit der eigentlichen, mit der ureigentlichen, also zoomen würdest in die ureigentliche Bundeswehrdrohne. Und zwar ist das, hat die Bundeswehr dann, also nach diesen Erfahrungen mit der mit diesen US-Drohnen, also das sind alles Aufklärungsdrohnen, ne? Wenn nicht, sage ich das dazu, hat die Bundeswehr dann angefangen, ein eigenes Drohnenprogramm zu konzipieren. Also nach den US-Erfahrungen hat das Verteidigungsministerium dann so eine sogenannte Drohnen-Lehr- und Versuchsstaffel eingerichtet. Und ab 1972 hat das Heer dann die CL-89 bekommen. Das ist die Drohne, die auf dem Zeitstrahl ganz links steht. Das ist ein ganz putziges Gerät. Es sieht eigentlich aus wie eine Rakete. Es ist irgendwie auch eine Rakete. Es hat nämlich hinten dran so einen Booster. Also es wird wie eine Rakete gestartet. Dieser Booster fällt dann ab. Und dann hat das Gerät auch so ähnliche Flugeigenschaften wie eine Rakete. Also was ich gefunden habe, ist, dass zum Beispiel der Radius dieser Drohne so ungefähr 3 Kilometer beträgt. Also wenn man eine Kurve fliegen, nicht dichter Radius, Entschuldigung, wenn man eine Kurve fliegen will, muss das halt wirklich, also ne, wendig wäre was anderes. Und da war dann ein Film drin, der also im Prinzip eine Kleinbildkamera, die halt gefilmt hat. Und dann wurde die Drohne quasi nach der Landung geborgen. Der Film wurde ausgebaut, musste entwickelt werden und wurde dann irgendwo hingeschickt, wo er dann ausgewertet wurde. Also noch ein relativ aus heutiger Sicht steinzeitliches Verfahren, also analog. Diese Drohne wurde dann ersetzt durch ein Nachfolgemodell. Da ist der Booster jetzt nicht mehr abgebildet. Das funktioniert aber mit einem ähnlichen Prinzip. Und beide Drohnen wurden damals gebaut oder mitgebaut von der Firma Dornier. Dornier ist vielleicht einigen noch ein Begriff, ist so ein traditionelles Flugzeugbauunternehmen, gibt es teilweise auch heute noch, aber ist, wenn man so will, aufgeteilt worden. Und der militärische Zweig von Dornier ist über Umwege jetzt bei Airbus gelandet. Also das Geschäft hat Airbus übernommen. Das wird später nochmal wichtig, weil ich hier auch ein bisschen darauf fokussiere. Also ich vertrete die These, dass Airbus so ein bisschen der Kriegstreiber, was unbemannte Systeme angeht, geworden ist und sämtliche großen Projekte der Bundeswehr, was Drohnen angeht, inzwischen in der Hand hält. Und dann kam erstmal 2000 die KZO, also das ist dieses kleine Gerät, was da in der Mitte abgebildet ist, Kleinflugzeugzielortung, das wurde damals von Rheinmetall gebaut und in einer relativ hohen Stückzahl an die Bundeswehr übergeben. Also insgesamt sollen es so 200 gewesen sein. Das stimmt nicht. Da habe ich die Zahl jetzt gerade nicht parat. Auf jeden Fall, das ist auch eine Aufklärungsdrohne. Und Moment, jetzt gucke ich mal kurz die Zahl nach. Also heute sind es noch 43. Diese Zahlen sind aber mit Vorsicht zu genießen, weil ungefähr jede fünfte Bundeswehrdrohne abstürzt. Und gerade bei den KZO und den Luna-Drohnen ist die Absturzrate relativ hoch. Also wenn ich mich recht erinnere, waren es so um die 90 KZO, die beschafft worden sind. Und das sind auch Drohnen, ist auch eine Drohne vom Heer. Das ist deswegen wichtig zu erwähnen, weil das Heer, also was ja am Boden operiert, für die, die mit dem Militärjargon nicht so vertraut sind, das Heer steht auch in so einer gewissen Konkurrenz zur Luftwaffe. Und die Luftwaffe hat ja eigene Drohnenpläne verfolgt. Das kam dann aber ein bisschen später. Und in dieser Zeit, also als die KZO eingeführt worden ist, hat das Heer tatsächlich schon überlegt, einer Kampfdrohne, also einer bewaffneten Drohne. Damals gab es aber noch relativ mickrige Satellitentechnologie. Das heißt, wenn man die Drohne auf den Weg geschickt hätte, hätte man nicht mehr gesehen, was sie tut. Also man hätte ihr den Kampfauftrag gegeben, und es hätte kein Feedback gegeben und es hätte nicht die Möglichkeit gegeben, den Angriff wieder abzubrechen. Das fand man dann ethisch ein bisschen problematisch und hat dann dieses Kampfdrohnenprojekt, was auch Rheinmetall hätte machen sollen, wieder abgebrochen. Und so blieb es dann bei der KZO, die Rhein aufklären sollte. Dann gab es noch mal eine andere Idee. Dann sollte so ein Verbundsystem eingeführt werden. Die KZO sollte begleitet werden von so einer Kamikaze-Drohne aus Israel.
Kamikaze-Drohne heißt, das ist im Prinzip eine Rakete, die aber noch ein bisschen in der Luft über dem Ziel kreisen kann. Und die deswegen als herumlungernde Munition bezeichnet wird. Also der englische Fachbegriff dafür ist Loitering Ammunition. Und eigentlich war mal geplant, dieses System zusammen mit der KZO einzuführen. Dazu kam es dann auch nicht, weil der offizielle Grund ist die Auslieferung des Systems. Man hätte das so ungefähr 2010 bestellt. Und die wäre dann erst nach 8 Jahren oder so erfolgt. Und dann hat man damals gedacht, na, dann ist das System wahrscheinlich nicht mehr up to date und dann wollen wir es gar nicht mehr haben. Jetzt greife ich mal kurz ein bisschen vor. Ihr habt sicherlich alle den Krieg um Bergkarabach verfolgt. Und da sind genau diese Kamikaze-Drohnen eingesetzt worden, die die Bundeswehr vor 20 Jahren oder 15 Jahren fast beschafft hätte. Und sich dann dagegen entschieden hätte und die sind ja jetzt mehr oder weniger auch kriegsentscheidend gewesen, zusammen mit türkischen Drohnen allerdings. Das ist sozusagen so ein bisschen die Geschichte des Heeres. Da fehlt jetzt noch die Luna-Drohne, die ist ganz oben abgebildet. Da müsstest du, Henning, jetzt noch ein bisschen hochscrollen, die ist in dem Bild abgeschnitten. Also ich stelle nicht alle Drohnen vor, sondern nur die, wo ich sagen würde, dass es aus meiner Sicht die wichtigsten sind. Die Luna-Drohne wurde auch in relativ großer Stückzahl beschafft, also über 80 Stück. Davon ist auch ungefähr die Hälfte abgestürzt. Ist auch eine Aufklärungsdrohne und die soll jetzt in neuer Generation aufgelegt werden. Da sage ich auch gleich noch was dazu. So, und in den Nullerjahren hat sich dann aber auch die Luftwaffe Gedanken gemacht, was man denn eigentlich an Drohnen haben will. Und dann hat man relativ früh, 2005, schon beschlossen, das Projekt Eurohawk. Eurohawk ist eine riesengroße Drohne aus den USA, die dort Global Hawk heißt. Für Deutschland wäre sie unwesentlich abgeändert worden und hätte hier aber keine Überwachungstechnik getragen, sondern hätte hier Abhörtechnik getragen. Das war der Plan. Also so ein Abhörmodul, mit dem man jede funkgebundene Kommunikation aufzeichnen kann. Jeder Kühlschrank hätte dadurch festgestellt werden können. Also ein immenser Informationsschnorchel. Und dazu kam es aber nicht. Dieses Projekt ist krachend gescheitert, hat damals sogar fast zum Rücktritt vom Verteidigungsminister geführt. De Maizière war das damals, 2012 beziehungsweise 2013 dann endgültig wurde das Projekt abgebrochen. Also es wurde ein Prototyp geliefert. Der hat aber hier keine Zulassung bekommen, weil der US-Hersteller beziehungsweise die US-Regierung aus Geheimhaltungsgründen bestimmte Dokumente nicht rausgegeben hat, die man aber hier zur Zulassung gebraucht hätte. Deswegen hätte das Gerät nur sehr begrenzt in Deutschland geflogen werden können. Es hätte also von Deutschland schwierig starten können in Einsatzgebiete. Deswegen hat man das Projekt komplett abgebrochen. In der gleichen Zeit, also auch in den Nullerjahren, hat die Bundeswehr dann die Heron 1 auf den Weg gebracht. Das ist auch so ein sehr altes Arbeitspferd von einem israelischen Hersteller. Die ist hier auf der Zeittafel ganz unten abgebildet. Die Zeittafel findet ihr übrigens auch in der Broschüre. Die Heron 1 ist auch eine unbewaffnete Drohne, die auch schon sehr lange für das israelische Militär fliegt. Bei der Gelegenheit kann ich vielleicht nochmal sagen, dass lange, lange Zeit waren die USA und Israel unbestrittene Marktführer in diesem Segment von hochfliegenden, ausdauernden Drohnen. Das hat sich jetzt insofern geändert, dass heutzutage China und die Türkei auf den Plan getreten sind seit einigen Jahren. Und im Moment, würde ich sagen, machen die Firmen das unter sich aus. Also die Länderfirmen aus diesen 4 Ländern unter sich aus diesen Markt. Die Bundeswehr hat also damals 2010 dann die Heron beschafft. Also insgesamt waren es 5 Stück. Und 5 sind auch abgestürzt. Jetzt ist die Summe aber nicht null, weil die wurden nachbeschafft, weil die Bundeswehr im Moment auch gar nicht mehr so viel zu tun hat in Afghanistan, hat sie gesagt, es reichen uns eigentlich 2 dort.
Die sind also im Moment dort noch unterwegs und wurden übrigens dann 2016 auch für Mali angeschafft. Also in Mali fliegen 3 Heron 1 Drohnen und also insgesamt wurden 8 beschafft. Insgesamt sind jetzt aber nur noch 5 davon übrig. Genau, das war die, also das wäre, waren jetzt so ein bisschen die Drohnenpläne der Luftwaffe. Also in den Nullerjahren, in den Zehnerjahren. Die kleineren Drohnen lasse ich mal aus. Ich hatte schon erwähnt, dass die Luna-Drohne vom Heer ja durch eine neue Generation, Next Generation, deswegen heißt die auch Luna NG, ersetzt werden sollte. Das ist auch alles schon eingeplant gewesen. Die erste Lieferung hätte auch sehr bald erfolgen sollen. Daraus wird nichts, weil der Hersteller jetzt insolvent gegangen ist. Der Hersteller ist eine deutsche Firma, EMT, also so ein klassischer deutscher Ingenieursbetrieb, die halt seit Jahrzehnten sich so reingefräst haben in die Technologie und also auch eine andere Drohne noch, die Aladdin gebaut haben für die Bundeswehr und auch die Bundespolizei. Die sind jetzt pleite gegangen und die Spatzen pfeifen von den Dächern, dass ein israelischer Rüstungskonzern die Firma übernehmen wird. Und dann muss man mal sehen, ob die den Auftrag dann zu Ende führen oder ob der Auftrag komplett gecancelt wird. Das wäre natürlich extrem peinlich für die Bundeswehr, also für das Heer, weil diese alte Luna, die ja noch rumfliegt, die jetzt ja fast seit 20 Jahren schon am Start ist. Und man kann sich vorstellen, die Digitaltechnik der Kameras, was da in 20 Jahren passiert ist, also was diese Luna an Bord hat und was heutzutage moderne Drohnen leisten können. Da klafft natürlich eine extreme Lücke und da drängt das Heer natürlich auf eine Modernisierung. Ebenfalls modernisiert werden soll, damit kommen wir dann auch schon in die Gegenwart, das Heron-Drohnen-Programm. Also die Heron-TP soll die Heron 1 ablösen, mit dem Unterschied, dass die bewaffnungsfähig ist. Da gab es dann, da gab es viel Streit drum, viel Debatte. Die SPD hat sich da auch im Prinzip quergestellt lange Zeit in den beiden Koalitionsverträgen der letzten beiden Legislaturen steht drin, dass man vor der Festlegung auf eine Bewaffnung eine ausführliche Debatte führen wollte. Die wurde im Prinzip nicht geführt. Es gab dann letztes Jahr das Verteidigungsministerium so eine kurze Drohnendebatte mit so ein paar Veranstaltungen durchgeführt, wo im Wesentlichen Befürworter und Bundeswehrangehörige auftraten, die halt gesagt haben, wir brauchen das unbedingt zum Schutz der Soldaten und so weiter. Und die Beschaffung wurde dann beschlossen, der Heron-TP, und dann wurde aber gesagt, mit der Bewaffnung wollen wir noch warten, das entscheiden wir zu einem späteren Zeitpunkt. Der spätere Zeitpunkt hätte letzten Dezember sein sollen. Und es sah auch alles so aus, dass es entschieden würde. Und auf den letzten Metern hat dann aber die SPD-Führung, im Bundestag, aber auch die Parteiführung, quasi auf die vielen Kritikerinnen und Kritiker gehört. Da wird sicherlich Ute später noch was dazu sagen. Und hat erstmal gesagt, nö, wir wollen jetzt erstmal noch gar nicht abstimmen darüber. Und die Heron 1, die 2010 beschafft wurde, und die Heron TP, die dieses Jahr noch ausgeliefert wird, das verspätet sich übrigens auf Herbst wegen der Corona-Pandemie. Diese beiden Drohnen werden von der Bundeswehr Überbrückungslösung genannt. Überbrückungslösung deshalb, da man schon seit sehr langer Zeit plant, eine europäische Drohne zu bauen, die es also noch nicht gibt, die auch noch nicht sozusagen noch nicht in Serie produziert wird, nämlich die Eurodrohne. Das war damals ein Projekt, jetzt greife ich wieder zurück, letztlich von de Maizière, nachdem dieser Eurohawk so krachend gescheitert war, hat dann Airbus nochmal einen Anlauf genommen, Airbus hieß damals noch nicht so, das war damals EADS, hat dann einen Anlauf genommen und das Verteidigungsministerium versucht zu überreden, sich zu entscheiden, so eine Eurodrohne zu finanzieren. Also finanzieren heißt, erstmal das Design zu finanzieren, also so eine Studie, wie soll die überhaupt aussehen, was soll die überhaupt können, also Design und Konzeption und dann aber auch Entwicklung und schließlich Serienproduktion. Und so eine Firma, das kann man sich auch ein bisschen vorstellen, wenn die so eine Drohne entwickelt, konzipiert und produziert, das kostet ja Milliarden, das will man nicht machen ohne eine Garantie, dass die dann auch gekauft wird. Und
Ja, die Eurodrohne wurde, sage ich mal, 2012 auf den Weg gebracht, hat in der Zwischenzeit ein paar andere Namen angenommen gehabt. Jetzt hat man sich, blieb man bei Eurodrohne hängen. Und das hattest du ja eingangs schon erwähnt. Wir treffen uns heute hier, weil diese Eurodrohne heute vom Bundestag beschlossen wurde. Also heute wurde beschlossen, dass die Eurodrohne produziert werden wird. Die Bundesregierung, also die Bundeswehr, hat eine Abnahmegarantie gegeben. Also insgesamt wird Airbus zusammen mit zwei Firmen aus Frankreich und aus Italien 63 Drohnen produzieren. Also diese drei Staaten, Deutschland, Frankreich und Italien, sind sozusagen die Hauptdurchführenden des Projekts. Spanien kam da noch hinzu, aber ohne eine eigene beteiligte Firma. Also es sind vier Nationen, die an der Eurodrohne beteiligt sind. Zusammen versprechen sie den Firmen, dass sie 63 Stück abnehmen und Deutschland bekommt davon 21. Hier steht jetzt noch, ab 2028 wird sie ausgeliefert. Das hat sich jetzt auch wieder verzögert. Im Moment ist man bei 2029. Das Ganze kostet 7,6 Milliarden Euro. Nach derzeitigem Stand. Wir wissen ja, wie sich solche Rüstungsprojekte verteuern, also in der Regel fast verdoppeln. Und die Bundesregierung würde davon, nicht würde, sondern wird, das wurde ja heute beschlossen, 3,8 Milliarden Euro bezahlen. Airbus ist der Hauptauftragnehmer dieses Systems. Die Eurodrohne soll bewaff also ist bewaffnungsfähig. Deswegen ist es auch ganz klar, kann man sagen, eine EU-Kampfdrohne. Ich sage jetzt EU, weil die Europäische Union hat es in die, weiß nicht, wem von euch das so ein Begriff ist, ständige strukturierte Zusammenarbeit. Man kennt es auch unter dem Begriff PESCO, also wo die EU im Prinzip verabredet, eigene militärische Kapazitäten aufzubauen. Die Eurodrohne ist eine davon. Das bedeutet, dass es eine Förderung gibt, also dass die Anschaffung später dann unterstützt wird von der EU, also wenn sich ein Staat entscheidet dazu. Tschechien hat das zum Beispiel schon gesagt, dass sie die Eurodrohne in größerer Stückzahl kaufen wollen, wenn sie mal fertig ist. Und die Kommission hat auch eine Anschubfinanzierung von 100 Millionen Euro gegeben. Also es wird eine Drohne sein, die allen EU-Mitgliedstaaten zum Kauf angeboten wird, die auch weltweit natürlich vermarktet wird. Das ist das Ziel der beteiligten Konzerne, die bewaffnungsfähig ist. Und der heutige Beschluss im Verteidigungs- und im Haushaltsausschuss war, wir schaffen die Drohne erstmal an und ob die in Deutschland bewaffnet wird oder nicht, das entscheiden wir zu einem späteren Zeitpunkt. Meine These, ich würde aber sagen, egal ob die Bundeswehr die Eurodrohne bewaffnet oder nicht, ich bin übrigens überzeugt davon, sie wird sie bewaffnen. Am Ende, man hat ja noch Zeit dazu, das zu entscheiden. Wenn sie 2029 ausgeliefert werden wird, dann kann man das auch dem übernächsten Bundestag überlassen, das zu entscheiden. Hat man immer noch ausreichend Zeit. Und so oder so hat aber die Regierungskoalition heute eine EU-Kampfdrohne auf den Weg gebracht. Und auch wenn die Bundeswehr eben selber nicht das Gerät bewaffnet fliegen wird, werden das die ganzen anderen Nationen machen. Ja, damit hat man quasi auch zur weltweiten Verbreitung dieser Systeme beigetragen. Genau, das wäre jetzt vielleicht mal so der wichtigste, der Überblick, den ich geben wollte. Wir können zu irgendeiner Stelle später noch über das Future Combat Air System sprechen. Das ist eigentlich ein Kampfflugzeugsystem, was aber Drohnenschwärme enthält, was in 20 Jahren fertig entwickelt sein soll. Darüber wird der Bundestag auch dieses Jahr entscheiden. Und jetzt binde ich es mal zusammen. Ich habe ja eingangs erwähnt, dass ich Airbus für den größten Kriegstreiber halte, was unbemannte Systeme angeht, also als Firma, als Rüstungskonzern. Und Airbus ist im Prinzip für all die wichtigen beschriebenen großen Projekte zuständig. Also sogar des Heeres, weil Airbus hat alle möglichen Drohnenprojekte anderer Firmen übernommen. So zum Beispiel von Rheinmetall, deswegen ist Airbus heutzutage auch noch für die KZO zuständig. Airbus ist Hauptauftragnehmer für die Zwischenlösung Heron 1, für die Zwischenlösung Heron TP. Airbus ist Hauptauftragnehmer für die Produktion der Eurodrohne. Airbus wird zuständig sein für die Drohnenschwärme in diesem Next Generation Fighter. Und deswegen, da wir ja hier unter Linken sind, kann ich auch nochmal sagen, dass ich stark dafür plädieren würde,
Airbus eben auch mal mit so einer Kampagne aufs Korn zu nehmen. Dein Ton? Höre nur ich dich nicht? Herzlichen Dank soweit, Matthias. Danke. Es gibt auch schon die erste Frage. Ich glaube, du hast sie schon beantwortet. Wie hängt das EU-Drohnenprojekt mit dem Next Generation Air System zusammen? Ich glaube, damit ist das Future Combat Air System gemeint, was du eben erwähnt hast. Ja, also das soll ja in 20 Jahren fertig sein. Auch das ist so ein Multinationenprojekt. Und da wird gerade viel drum gestritten, hauptsächlich zwischen Deutschland und Frankreich, beziehungsweise hauptsächlich zwischen Airbus und Dassault Aviation, welche Anteile von diesem Gesamtprojekt herstellt und wer dann auch die Technik dafür bekommt. Also wenn man sowas ganz neu entwickelt, dann gibt es erstmal so einen sogenannten Demonstrator, also ne, so eine Art Prototyp, wenn man so will, der für Tests benutzt werden kann. Und da hat der französische Hersteller gesagt, ja, der steht dann bei uns und damit probieren wir rum. Und da hat natürlich Airbus gesagt, das ist auf gar keinen Fall, der steht bei uns. Und jetzt zerreißt man das Ding nicht in der Mitte, sondern will vermutlich zwei bauen. Und dazu gehört eben, was ich erwähnt hatte, mit den Drohnenschwärmen. Und die Eurodrohne soll quasi die Fähigkeit haben zum Schwarmflug und soll eingebunden werden in das FCAS, also in dieses Future Combat Air System. Zusätzlich sollen auch kleinere Drohnen im Schwarm fliegen können, auch Kampfdrohnen oder Sprengdrohnen, das weiß man alles nicht, Kamikaze-Drohnen, was das denn für Drohnen werden. Das hat Airbus auch schon getestet. Airbus baut, das hatte ich hier nicht erwähnt, sogenannte Zieldarstellungsdrohnen. Das hat Airbus auch von Dornier übernommen. Also Waffen werden ja getestet. Da wird, ne, wie so Tontauben schießen, wird so eine Drohne losgeschickt, auf die dann geballert werden kann. Diese Drohnen baut Airbus. Und mit diesen Drohnen hat man das schon simuliert, dass die quasi abgeworfen werden, also auch physisch simuliert über dem Wasser. Mit 5 Drohnen, die dann quasi so einen Schwarmflug ausprobiert haben. Genau, wir hatten auf Twitter noch eine Frage vorab. Wie können Sie ein Drohnenprogramm vorstellen, wenn es doch gar kein einheitliches Drohnenprogramm der Bundeswehr gibt? Willst du das vielleicht noch kurz beantworten? Ja, das ist natürlich ein bisschen Rhetorik, wenn wir sagen, wir sprechen hier über das Drohnenprogramm der Bundeswehr. Das stimmt. Es gibt natürlich viele Drohnenprogramme und es gibt auch konkurrierende. Also ich hatte ja angesprochen, dass das Heer und die Luftwaffe konkurrieren. Das kann man daran ganz gut sehen, dass zum Beispiel die Luna-Drohne, von der ich gesprochen hatte, wo der Hersteller jetzt insolvent gegangen ist, ist eigentlich eine recht leistungsfähige Drohne, die auch mit Satellitentechnologie fliegen kann, und das erweitert die Reichweite enorm. Dann ist die Reichweite lediglich vom Tank begrenzt, von nichts anderem. Und die konnte theoretisch bis zu 500 Kilometer weit fliegen, und damit wildert die Luna in der Sphäre der Luftwaffe. Weil diese Entfernung deckt eigentlich die Luftwaffe ab und nicht das Heer. Und deswegen, das ist tatsächlich so, es gibt, wenn man so will, mehrere Drohnenprogramme. Ich habe die ja jetzt alle hier mal angerissen oder die wichtigsten. Aber trotzdem würde ich behaupten, es gibt ein Drohnenprogramm der Bundeswehr, nämlich das ist die Eurodrohne. Und deswegen heißen die Heron 1 und die Heron TP ja auch Zwischenlösung. Zwischenlösung 1, Zwischenlösung 2. Bis sozusagen das eigentliche Drohnenprogramm abgedeckt ist. Und die Eurodrohne soll für alle Zwecke benutzt werden. Die soll abbildende Aufklärung machen, also da hängen dann Kameras dran oder Infrarotsensoren. Die soll signalerfassende Aufklärung machen, also das so ein Abhörmodul transportieren. Und die soll zum Kampfeinsatz genutzt werden können. In der Regel ist es so, entweder oder. Also die kann nicht alles drei transportieren, das macht auch nicht so wirklich viel Sinn. Aber das sind die drei Zwecke, für die die Bundeswehr das beschaffen will. Danke dir, Matthias. Wir schalten mal um zu Ute. Ute, du wolltest auch eingehen auf die Entscheidungsprozesse bezüglich der ganzen aktuellen Drohnenbeschaffungsprogramme. Genau, wo stehen wir da? Danke, dass du dabei bist. Du musst dich noch online schalten, denn genau, jetzt geht's los. Danke. Ja, also einmal vielen Dank für die Einladung. Ich möchte zunächst mal eine ganz grundsätzliche Anmerkung machen zu Drohnentechnologie. Drohnentechnologie ist ja eine klassische Technologie, die auch im zivilen Bereich genutzt wird. Und da haben wir, also man hätte jetzt genauso eine Broschüre machen können für zivile Nutzung von Drohnen. Und zwar sowohl da, wo wir
glaube ich, alle uns einig sind, dass das Sinn macht, die zu nutzen, also von wissenschaftlichen Anwendungen, von Anwendungen durch Journalistinnen und Journalisten, die damit preiswert zu Luftaufnahmen kommen, bis hin eben zu manchmal doch eher problematischen Anwendungen durch die Polizei zur Beobachtung von Menschen im weitesten Sinne. So. Und insofern haben wir es mit einer Technologie zu tun, die anders als zum Beispiel viele Raketentechnologien eben ja, also eine zivile und eine militärische Seite hat, sodass man immer auch davon ausgehen kann, dass militärische Akteure auch und gerade militärische Akteure, die keinen großen Verteidigungsetat zur Verfügung haben, über kurz oder lang mit zivilen Drohnen, die sie irgendwo ohne Einschränkung beschaffen können, eben Angriffe fliegen oder eben auch Terrorakte verüben. Das ist die erste Vorbemerkung. Die zweite Vorbemerkung ist, dass zumindest die politische Drohnendiskussion, und das hatten wir zum Beispiel dann einmal auch im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, in dem ich auch war, natürlich mitbestimmt wird durch die Signature Strikes der US-Amerikaner und in geringerem Maß durch ähnliche Aktivitäten der Türkei oder unter Umständen auch Israels, wo also Drohnen eingesetzt werden, um Menschen gezielt zu töten oder eben Leute, die als Terroristen angesehen werden, damit anzugreifen. Das ist im Grunde auch das, was Frankreich jetzt seit 2019 in Mali macht. Und die deutsche Diskussion schließt immer solche Arten von Angriffen aus. Aber dieses Problem, wenn dann mal eine Eurodrohne produziert und eben verkauft wird, dass dann andere sie in dieser Weise nutzen, die, glaube ich, ethisch und völkerrechtlich von allen Akteuren, da nehme ich jetzt also auch die CDU mit rein, oder die Union oder die FDP in Deutschland abgelehnt wird. Und das gab es deswegen diesen Ansatzpunkt bei der SPD zu sagen, wir brauchen erst eine umfassende ethische und völkerrechtliche Prüfung. Und andererseits gab es aber immer im Hintergrund dieses Bewusstsein, die Drohnentechnologie ist nicht rückholbar. Was möglicherweise rückholbar ist, ist die militärische Nutzung. Insofern ist einer der Diskussionspunkte, mit denen man weiterkommt, dass man sagt, so wie Drohnen im Augenblick als völkerrechtswidrige Drohnen eingesetzt werden oder eben zumindest mal überlegen muss, wie in Bergkarabach, ob damit nicht auch Kriegsverbrechen begangen wurden, braucht man die Ächtung zumindest von bestimmten Anwendungen bewaffneter Drohnen. Und dann ist man bei der Bundeswehr an dem Punkt, dass die Bundeswehr ganz, ganz stark davon ausgeht, dass sie nochmal in einen Einsatz wie Afghanistan geschickt werden. Das ist also ein Stückchen einer der Nachteile unserer Parlamentsarmee, die ich für sehr sinnvoll halte, also dass der Bundestag eben jeden Auslandseinsatz beschließen muss, jeden bewaffneten. Aber diese Vorstellung, dass nochmal Bundeswehrsoldaten in Afghanistan in einen Kampfeinsatz geschickt werden und dann nicht die bestmögliche Luftunterstützung haben. Das ist was, was aus meiner Sicht berechtigt der Bundeswehr Kopfzerbrechen bereitet. Einerseits und wo andererseits dann dieser Reflex, wenn wir unsere Soldaten in Auslandseinsätze schicken, dann müssen wir sie auch bestmöglich schützen, eintritt. Und da ist jetzt ein interessantes Phänomen, was uns eben auch argumentativ geholfen hat, denen, die eben ja im Grunde schon zum zweiten Mal verhindert haben, dass Bewaffnung für Drohnen vom Verteidigungsausschuss und Haushaltsausschuss durchgewinkt wird. Also einmal 2017, ich weiß gar nicht, 16 oder 17, jedenfalls war ich da mit dabei, wo das in der Fraktion diskutiert wurde, und dann eben das andere Mal jetzt im Dezember. Es wird immer nur ein einziges Szenario dargestellt. Und dieses eine Szenario ist irgendwie, die Bundeswehr muss auf Patrouille gehen in einem Gebiet, wo sie de facto im Kampfeinsatz ist.
Und dann sitzt irgendjemand hinterm Berg, über den man nicht rübergucken kann, und plant irgendwie die Bundeswehr zu beschießen. Und wenn man dann eine Drohne hat, dann kann die Drohne das sehen. Deswegen ja auch ein Einsatz der Heron 1 in Afghanistan. Dann wäre es doch gut, wenn man dann denjenigen gleich unschädlich machen kann. Ne? Und das ist eigentlich ein völliges Unikum. Also alle anderen Systeme die Bundeswehr im Einsatz hat, die haben ganz viele Szenarien, in denen sie eingesetzt werden können. Ne? Und das ist eigentlich einer der schwachen Punkte. Und auf diesen schwachen Punkt hoffe ich auch in der Diskussion, die eben in dieser Kommission, die der SPD-Parteivorstand eingesetzt hat und die also tatsächlich auch mit drohnenkritischen Genossinnen und Genossen besetzt ist, nicht nur mit Drohnenbefürwortern, dass da dieser Punkt nochmal eine Rolle spielt, ist eigentlich eine bewaffnete Drohne, die nur für ein einziges Szenario, was wir für akzeptabel halten, also jetzt nicht ich persönlich, sondern eben diejenigen, die in der SPD dafür eintreten, für akzeptabel halten, ist das eigentlich sinnvoll und gäbe es dann nicht andere Schutzmöglichkeiten. Und was offensichtlich wird, und da war wirklich der Bergkarabach Krieg der letzte ein Game Changer, ist, dass bewaffnete Drohnen nicht nur von den Guten eingesetzt werden, ne, in Anführungsstrichen. Das ist jetzt ein bisschen ironisch und sarkastisch. Und da erinnere ich mich an eine Debatte, die habe ich vor 10 Jahren mal mit einem Offizier geführt, am Rande einer Tagung im informellen Bereich, wo der also gerade dabei war, von diesen Heron 1-Drohnen zu schwärmen, die damals wohl getestet wurden von der Bundeswehr. Und dann habe ich gesagt, was macht ihr eigentlich, wenn in 5 oder 10 Jahren die andere Seite auch solche Dinge hat? Das fand er überhaupt keine passende Frage, aber genau an dem Punkt sind wir jetzt. Und das wurde in Bergkarabach sehr deutlich, dass eben das Proliferationsrisiko von Drohnen und was das dann zu Kriegsverbrechen beitragen kann, dass das nicht mehr ignoriert werden kann und dass es eben nicht mehr die eigenen Verbündeten sind, bei denen man gerne nicht nur ein, sondern 2 Augen zukneift, um nicht zu sehen, was die machen, sondern eben auch bei einem Land, wo man eben einerseits natürlich Verbündeter ist, ne, wie der Türkei, aber andererseits gilt Aserbaidschan ganz eindeutig nicht als verbündetes Land und es gibt viele Sympathien in Deutschland für Armenien. Und dass also Aserbaidschan mit türkischen bewaffneten Drohnen armenische oder Bergkarabach-Truppen da niedergemetzelt hat, das war nicht das, was man sich gewünscht hat, ne? So, um das mal so zu sagen. Gut, insofern ist da noch viel Diskussion zu leisten. Und ich glaube, die wird auch sehr ernsthaft geführt. Und ich habe keine Vorstellung, was da bei der SPD-internen Kommission rauskommt am Schluss. Aber es kann durchaus sein, dass die Argumente, wenn wir jetzt alle uns bemühen, die auch an die richtige Stelle zu bringen, also an die Leute, die damit diskutieren, eben auch gut hinkommen. Es gibt noch ein anderes Argument, womit ich Leute zumindest zum Nachdenken bringen konnte. Im Augenblick ist klar, wenn eine Drohne mit Bundeswehrzeichen drauf irgendwo durch die Gegend fliegt, und das gilt jetzt für alle Größen der Drohnen, dann ist das eine unbewaffnete Drohne. Das kann auch mal eine indirekte Bedrohung sein, weil natürlich auch eine unbewaffnete Drohne damit beschäftigt sein kann, Zielsuche zu betreiben und dann wird eben mit irgendwas anderem geschossen oder kommt ein Flugzeug hinterher, was eine Bombe wirft oder so. Also es ist keine absolute Garantie. Aber dies, was zwei Drohnen, also eine Drohnentechnikerin und ein Drohnentechniker auch für eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten der SPD kurz vor eben dieser Nichtbefassung in der SPD-Fraktion und damit dem Kippen im Dezember von der Beschaffung von Bewaffnung für die Heron-TP geschildert haben, das war eben so eindrucksvoll, dass klar geworden ist, also dass bei Drohnen, also einmal wurde nochmal klar, dass Drohnen eben nicht ein scharfes Fernsehbild liefern, sondern eben interpretationsbedürftige Bilder und dass es eben für die Drohnentechnikerinnen und Techniker eine Riesenbelastung ist, zu wissen, dass wenn sie einmal zum falschen Zeitpunkt auslösen, dass sie eben diese Waffe nicht zurückholen können und dass sie dann eben Menschen umbringen, die sie nicht hätten umbringen dürfen.
So, und diese Frage, wie geht man eigentlich mit einem Waffensystem um, wo was keine Fehler verzeiht, ne? Keine Falschwahrnehmungen, keine Beobachtungsfehler. Das ist ein weiterer Zugang, mit dem man eben nochmal schauen kann, die Debatte tatsächlich zu beeinflussen, eben nicht nur bei Grünen und Linken, sondern auch bei der SPD, die sich selber ja als Friedenspartei in vielen versteht. Und auch wenn man an Abrüstung, Rüstungskontrolle, Nichtverbreitung denkt, einiges damit auf den Weg gebracht hat und auf den Weg bringt. Ja, weiterer Punkt noch, den ich also sofort als Assoziation hatte, wo ich jetzt mal ein bisschen genauer auf dieses Euro-Drohnen-Projekt geguckt habe. Es gibt ein wunderbares Buch von 1986 von einer Rüstungs- und Friedensforscherin namens Mary Kelder. Das heißt Rüstungsbarock. Und da hat sie geschildert, und das ging auch in den 70er und 80er Jahren los, und daran sind ja schon sehr, sehr viele Rüstungsprojekte auch gescheitert, dass eine Tendenz da ist, immer komplexere und damit in den Kosten immer weiter aus dem Ruder laufende Rüstungsprojekte zu machen. Und ein bisschen sieht die Euro-Drohne für mich auch danach aus. Also sie hatte damals ausgerechnet, dass irgendwann, ich glaube 2046, wenn sich also die Kostenentwicklung und die Komplexitätsentwicklung so weiter entwickeln, wie sie das eben für die Jahre vor 86 ausgerechnet hatte, schön mit statistischen Daten, dass dann irgendwie im Jahr 2046 die britische, also der britische Beschaffungsetat noch ein Kampfflugzeug hergibt, was sich dann Marine und Luftwaffe teilen müssen. Und wenn ich mir angucke, wie oft also schon Zeiten und Fristen genannt wurden für die Euro-Drohne, dann ist die immer ungefähr 8 Jahre in der Zukunft noch. Und im Dezember letzten Jahres war sie noch bei 2028, und jetzt haben wir 2021, jetzt ist sie bei 2029. Auslieferung, in Betriebnahme dann 2030. Und ich würde mich sehr, sehr wundern, wenn die wirklich 2030 in Betrieb genommen wird, sondern ich halte es für durchaus möglich, dass entweder die drei anderen Länder im Augenblick mit ihren hochverschuldeten Haushalten aus dem Projekt doch noch mal versuchen auszusteigen. Und ich glaube, dann wäre die Schmerzgrenze auch in Deutschland überschritten, wenn man das alleine finanzieren müsste. Oder dass eben irgendwie im Lauf der Entwicklung die Anforderungen so unerfüllbar werden, dass es eben ein weiteres gescheitertes Rüstungsprojekt ist. Gleichzeitig müssen wir uns natürlich darauf einstellen, dass es irgendwelche Drohnen geben wird. Die Franzosen haben die US-Drohne gekauft und machen damit Angriffe in Mali. Und insofern müssen wir immer auch zweigleisig fahren und müssen alles tun, damit die Bundeswehr eben in einem ersten Schritt nie wieder in den Kampfeinsatz à la Afghanistan geschickt wird und in einem zweiten Schritt möglichst gar nicht in Einsätze außerhalb des NATO-Territoriums, in bewaffnete Einsätze, ne? Also sowas wie damals die unbewaffnete Beobachtungsmission in Georgien. Das wäre dann nochmal was anderes, oder was im Augenblick die drei Militärbeobachter in der Westsahara, aber keine bewaffneten Einsätze, denn dann stellt sich auch nicht die Frage nach dem Schutz durch Drohnen. Und vielleicht ein Punkt noch, den man einfach mit im Blick behalten muss, weil es ein Einsatz von unbewaffneten Drohnen ist, den man nicht sofort also für unakzeptabel erklären kann. Also eine der Themen, die auch während meiner Wahlperiode, also 13 bis 17, aufkamen, war die Frage, wie wäre es mit dem Einsatz von Beobachtungsdrohnen in der Ostukraine, also an der Grenze zwischen der Ukraine und Russland, um sicherzustellen, dass da weder bewaffnete noch größere Waffensysteme über die Grenze gehen. Die Bundeswehr hat da dann eben ein undurchführbares Konzept für eine Monitoring-Mission dann vorgelegt, und dann hat schließlich die OSZE zivile Drohnen geleast, um eben diese Beobachtung zu machen im Rahmen einer zivilen Mission, die deeskalieren sollte und das in vielen Dingen auch getan hat. Also
zwar nicht verhindern konnte, dass weiter Leute in der Ostukraine sterben, aber doch verhindern konnte, dass es zu einem heißen, vollen Krieg zwischen Russland und der Ukraine wird. Und insofern muss man da auch immer darauf achten, dass es nicht nur im rein zivilen Bereich, sondern auch in einem Bereich, der also zumindest friedens- und sicherheitspolitisch relevant sein könnte, eben auch einen Einsatzszenarien für unbewaffnete Drohnen geben könnte. Und dass man das eben dann ganz, ganz sauber trennen muss. Dafür wäre übrigens die Eurodrohne nicht geeignet. Noch. Da braucht man viel kleinere Drohnen. Und ja, insofern, und ein Punkt noch, die Diskussion ist jetzt auch losgegangen. Da man jetzt nicht mehr die Augen davor verschließen kann, dass auch die, die möglicherweise aus NATO-Sicht auf der anderen Seite stehen, bewaffnete Drohnen haben könnten, stellt sich natürlich jetzt auch ganz neu die Frage von Drohnenabwehrwaffen. Und wenn da jetzt unter Umständen mit wesentlich weniger Kosten und weniger Aufwand effektive Abwehrsysteme entwickelt werden, dann fragt man sich natürlich, wie ist das mit der Proliferation von Abwehrsystemen? Und vielleicht ist dann die Eurodrohne gar nicht mehr sinnvoll, weil sie hohe Kosten verursacht, aber eben leicht abgeschossen werden kann. Und damit stellt sich dann auch die Frage nach ihrer Bewaffnung nicht mehr. Also da gibt es noch sehr, sehr viele mögliche Zukunftspfade. Und es ist wichtig, dass eben auch die, die friedenspolitisch denken, sich da einmischen und damit diskutieren und gleichzeitig eben die Argumente finden, auf die eben diejenigen, die, ich sag mal, für den Erhalt der Bundeswehr sind und auch Auslandseinsätze nicht grundsätzlich ausschließen, was übrigens auch die Grünen nicht tun, dass die eben auf die diejenigen dann hören können und hören werden, damit man eben nicht einen Rüstungswettlauf kriegt, der dann auch destabilisierend wirkt zwischen bewaffneten Drohnen verschiedener Staaten, Blöcke, wie auch immer, und dann wiederum zwischen Drohnen und Drohnenabwehrwaffen, weil wir alle wissen, dass das Geld an anderer Stelle wesentlich besser angelegt wäre, nämlich im zivilen Bereich. Norbert? Naja. Genau, danke, Ute Fink-Krämer. Vielleicht darf ich direkt nachfragen, liebe Ute, was jetzt noch debattierbar ist, weil beschlossen ist die Eurodrohne, das Geld dafür ist freigegeben, in die Entwicklung einzusteigen, beziehungsweise ist auch schon begonnen worden, das Future Air Combat System, das ist sozusagen auch in der Planung. Das, worüber ihr jetzt in der SPD noch diskutiert oder was der SPD-Vorsitzende ja auch sozusagen bewirkt hatte, zu sagen, wir stoppen die aktuelle Debatte, wir wollen noch eine breite gesellschaftliche Debatte haben und auch in der SPD selbst. Da geht es ja gar nicht mehr um die Frage, ob man diese Drohnenprojekte anschafft oder Luftkampfsysteme, sondern da geht es dann im Prinzip nur noch um die Frage Bewaffnung ja oder nein. Das habe ich richtig verstanden, oder? Oder geht ihr da auch nochmal in die Tiefe Einsatzszenarien oder so? Das wäre im Prinzip auch dem Gesetzgeber möglich, da quasi auch Vorgaben zu machen, wie Drohnen überhaupt einsetzbar sind. Also ich hoffe, das wäre ja völlig, völlig absurd, dass vier europäische Staaten sich zusammentun und zusammen irgendwie 9 Milliarden mit allen Zuwächsen, die das vermutlich haben wird. Also ich würde dann eher mal von 20 Milliarden ausgehen, wenn das wirklich umgesetzt wird, einsetzen, ohne dass sie genau wissen, was sie damit machen wollen, außer dass die Franzosen dann mit einer Eurodrohne statt mit einer Reaper-Drohne in irgendwelchen afrikanischen Staaten unterwegs sind. Ne? Das geht gar nicht, ohne das zu diskutieren. Und das ist eben einer der schwachen Punkte. Ne? Und wenn jetzt das zumindest das erste Geld freigegeben ist, um eben in die Entwicklung einzusteigen, dann hat man ja auf jeden Fall nochmal einen Stopp, wenn sich herausstellt, dass das, was man haben will, also das kenne ich aus meinem beruflichen Umfeld, wenn man eben in der IT, wo ich tätig bin, eben feststellt, dass das, was man haben will, nicht realisierbar ist, dann muss man das Projekt im Extremfall dann auch abbrechen. Ne? Und dann hat man eben Lehrgeld gezahlt. Und das halte ich durchaus auch noch für einen möglichen Ausgang.
Und dazu muss diese Diskussion geführt werden. Und ich habe jetzt gerade im Chat gesehen, technologische Überlegenheit heißt nicht immer, dass man die gleiche Technologie hat, sondern technologische Überlegenheit oder jedenfalls technologische Konkurrenzfähigkeit kann auch heißen, dass man die Technologie zur Verfügung hat und die besonders gut entwickelt hat, die eben die gefährliche Technologie entschärfen kann. Und es kann auch heißen, dass man die Expertise hat, um eben verlässliche und international durchsetzbare Rüstungskontroll- oder Abrüstungs- oder auch Verbotsverträge zu machen. Das ist bei manchen Technologien, die uns auch Sorgen bereitet haben, geschehen. Also eine Technologie, die eben geächtet wurde, waren Antipersonenminen und eine andere waren Streubomben. Und ich halte es durchaus für möglich, dass es bei bewaffneten Drohnen auch eine sowas wie eine Ban Treaty geben wird. Ja, danke dir. Genau, bevor wir jetzt die Runde weiter öffnen, Matthias, willst du noch mal gute Antworten oder Fragen? Ich hätte Fragen an Ute, aber wir können das gerne noch mal öffnen. Also ich kann die auch später los, stellen. Ich habe auch noch ein paar Fragen. Oder was heißt Fragen, sagen wir mal so, anknüpfend an das, was du gesagt hast, ne, mit den Argumenten. Also das Verteidigungsministerium sagt ja immer, dass man in Deutschland, dass die Bundeswehr die Drohnen ausschließlich völkerrechtskonform einsetzen will und auf gar keinen Fall außergerichtliche Hinrichtungen vornehmen würde, niemals. Irgendwie kann ich mir das für die Bundeswehr tatsächlich auch nicht so richtig vorstellen, dass Angela Merkel irgendwelche Kill-Listen ausfüllt und die dem BND gibt und der dann zusammen mit der Bundeswehr irgendwo Schwerverbrecher abschießt oder sowas. So wie das ja so ein bisschen das jetzt mal ganz primitiv verdichtet die USA machen beispielsweise. Aber auf lange Sicht, wenn man so Drohnen hat, dann wird sich, das bestreitet ja eigentlich niemand, auch die Hemmschwelle zu deren Einsatz verändern. Also die wird sich absenken. Und das wird nicht nur kriegerische Handlungen betreffen, meines Erachtens. Also die Bundeswehr oder das Verteidigungsministerium hat auch davon gesprochen, die Waffen in Städten einzusetzen. Also sie haben, als sie ihre Auswahlentscheidung begründen mussten vor dem Gericht, weil der unterlegene US-Hersteller geklagt hat gegen die Vergabe, da hat die Bundeswehr gesagt, nee, wir müssen diese, also da geht es nicht um die Zwischenlösung, wir müssen diese israelische Zwischenlösung nehmen, weil nur die kann mit Raketen ausgerüstet werden, die chirurgische Angriffe, die hochpräzise sind, so dass sie auch in Städten durchgeführt werden können, erledigen können. Und wo ich irgendwie mich gefragt habe, was die Bundeswehr denn da eigentlich vorhat, weil eigentlich wird ja nur davon geredet, Feldlager zu schützen und Konvois zu begleiten. Und es gibt aber da anscheinend schon so eine Hidden Agenda. Und in dieser sogenannten Drohnendebatte hat dann, ich weiß jetzt nicht mehr, was er genau von Rang hatte, aber ein höherer Angehöriger der Bundeswehr, der da zu Wort kam, der gesagt hat, ja, wir brauchen bewaffnete Drohnen, weil wir ganz viel beobachten aus der Luft und wir sind bisher zum Zusehen verdammt. Also man hat richtig gemerkt, wie der mit den Hufen scharrt und nicht mehr nur zusehen will, sondern eingreifen will. Und ich befürchte, dass wenn man da einfach mal die Schleusen öffnet und die Waffen anschafft, das Beispiel Türkei hat das ja eigentlich ganz gut gezeigt. Übrigens, wenn ich jetzt hier so vorhin vom deutschen Drohnenprogramm gesprochen habe, man muss natürlich auch sagen, die Bundeswehr hinkt natürlich auch auf eine Weise total hinterher oder die deutsche Rüstungsindustrie. Die Türkei ist ja sehr viel schneller gewesen. Die Türkei ist ja an einem Vorläufer von der Eurodrohne, war die Türkei sogar noch beteiligt und hat dann ein eigenes Drohnenprogramm gestartet und hat Deutschland da also wirklich um Längen überholt. Und die haben jetzt diese Kampfdrohnen, die haben verschiedene und zwei davon sind auch schon im Einsatz. Und wie die dann, wenn sie einmal da sind, genutzt werden, das hat ja, das zeigt Syrien, das zeigt Irak, wo die Türkei sogar einen irakischen General gekillt hat.
Das zeigt Libyen im Bürgerkrieg und natürlich Karabach. Deswegen wäre ich da nicht so optimistisch, was Völkerrecht angeht. Also ich bin da optimistisch, weil also wir haben ja jetzt über 20 Jahre, über 25 Jahre sogar Auslandseinsätze der Bundeswehr, und es gibt einen gemeinsamen Nenner, dass die Bundeswehr eben sich immer sehr, sehr zurückgehalten hat. Also irgendwo haben wir schon verglichen mit anderen Staaten offensichtlich mehr Offiziere, die sich Gedanken machen und die eben sagen, also wir halten das Völkerrecht ein. Das ist auch eine der Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg, wo wir die schlimmsten Verbrecher waren. Also da bin ich, also klar, man kann nie sagen niemals, ne? Also wir wissen alle nicht, was in 50 oder 100 Jahren Deutschland wieder anrichtet. Wir können bloß heute versuchen, die Grundlagen dafür zu legen, dass sie das nicht machen. Und dass es im Verteidigungsministerium auch Leute gibt, die also Argumente an den Haaren herbeiziehen, ne? Das ist völlig klar, aber soweit ich weiß, hat also die Bundeswehr auch nie Luftunterstützung irgendwo im städtischen Bereich angefordert, in dem einzigen großen Kampfeinsatz in Afghanistan, und hat auch nicht irgendwo Städte mit im Kosovo-Krieg bombardiert. Also da würde ich mal sagen, das ist in Bezug auf Deutschland nicht das große Problem. Aber natürlich, wenn wir die Euro-Drohne mitbauen und mitfinanzieren, könnte es eher ein Problem werden bei Frankreich, ne? Und wenn die Euro-Drohne dann eben wie andere Waffen auch gegebenenfalls an die Türkei verkauft werden kann und soll, dann stehen wir direkt vor dem Problem mit den Anwendungen, die die Türkei macht, die eindeutig völkerrechtswidrig sind. Und insofern, da das Problem sehe ich auch. Deswegen versuche ich ja auch noch alle Argumente zu finden und alle Argumente einzusetzen, wo man eben sagt, man kommt auf eine schiefe Ebene und man muss aufpassen, dass man da dann nicht runterrollt. Das ist übrigens auch eine wissenschaftlich, also von einigen der Wissenschaftler, die sich mit dem Thema befassen, eines der Argumente, dass man sich also nicht ohne Not auf eine schiefe Ebene begeben sollte. Und ja, insofern ist es natürlich, also ich hätte mich sehr gefreut, wenn der Haushaltsausschuss heute anders entschieden hätte. So, dass wir eben jetzt, dass unsere Arbeit jetzt weitergehen muss. Noch übrigens auch die Arbeit der Drohnenkampagne und die Arbeit derer, die eben bewaffnete Drohnen als ein weiteres System völkerrechtlich ächten wollen. Das hat übrigens durchaus, also wenn man es schafft, ein Waffensystem völkerrechtlich zu ächten, hat durchaus Einfluss zumindest auf die großen Akteure, ne? Also die USA haben zwar das Verbot der Antipersonenminen bis heute nicht unterzeichnet, geschweige denn ratifiziert, aber sie bauen keine mehr und sie verlegen keine mehr, ne? Also wir haben jetzt eher... Aber darf ich da nochmal mit den USA, darf ich da nochmal einhaken? Also du hast jetzt gesagt, oder du hast ja dargelegt, dass du schon optimistisch bist, dass die Bundeswehr das Völkerrecht einhält oder die Bundesregierung, sagen wir mal. Übrigens, wenn wir von Bundesregierung sprechen, sprechen wir von den letzten beiden Legislaturen. Wir haben da so ein Bild vor Augen mit Merkel als Kanzlerin. Wir wissen aber nicht, was für eine Bundesregierung amtiert, wenn die Eurodrohne mal fertig ist. Also aus welchen Parteien diese Regierung dann besteht. Ob der Bundeskanzler ein Milliardär von BlackRock ist, der vielleicht gerne mal losballert. Also das ist ja alles überhaupt nicht absehbar. Und wenn die Bundesregierung, die heutige Bundesregierung, ja immer so auf das Völkerrecht pocht, dass man das unbedingt einhält, dann frage ich mich, warum haben sie denn Rammstein nicht schon längst stillgelegt? Alle wissen, dass die US-Drohnen über Rammstein gesteuert werden, jedenfalls mindestens die, zum Beispiel im Jemen, also die das AFRICOM abdeckt. Alle wissen, dass darüber, also ne, gesteuert heißt jetzt, dass darüber die Signale geroutet werden. Ich sage das nur deshalb, weil die Bundesregierung, wir haben sie ganz oft danach gefragt, was wissen sie denn darüber? Dann haben sie gesagt, in Rammstein starten und landen keine Drohnen. Das hat uns Obama gesagt, als er 2014 oder 2016 war es, in Berlin war. Haben wir ihn extra nochmal gefragt, da starten und landen keine Drohnen. Und alles andere muss man im Einzelfall gucken. Und jetzt sollen wir quasi den Einzelfall belegen. Welche dieser außergerichtlichen Hinrichtungen wurde über Rammstein geroutet als Relaisstation? Also alle wissen, dass es passiert. Und die Bundesregierung sagt,
keine Ahnung, wir wollen auch nicht nachsehen. Und wir haben dann gefragt, also sie sagen dann, ja, und wir versichern, also wir verlassen uns auf die Zusicherungen der amerikanischen Seite. Die sagen, dass sie das Völkerrecht und das hier geltende Recht einhalten. Und dann fragen wir halt, ja, wie wird denn überprüft, ob das denn eingehalten wird? Na, wir verlassen uns auf die Zusagen, wir müssen da gar nicht nachsehen. Und wo ich halt sagen würde, naja, wenn euch das Völkerrecht im Thronkrieg wichtig ist, dann setzt doch auch mal ein Zeichen. Ja, das ist auch durchaus ein Argument, was man gebrauchen kann. Ja. Ich habe jetzt noch nirgendwo einen Bericht gesehen, dass Biden auch solche Listen abhakt, aber das kann auch nur sein, dass ich das, dass ich da nicht die richtigen Quellen gefunden habe. Insofern. Also soweit ich weiß, hat Biden angeordnet, dass alle Drohnenschläge nicht beendet werden, aber dass alle über seinen Schreibtisch gehen, beziehungsweise über das Weiße Haus. Also dass das CIA und das Militär keine eigenen Drohnenschläge ohne Einbindung des Weißen Hauses durchführen kann. Aber er hat sie nicht gestoppt. Aber bei Obama wussten wir relativ schnell, dass er Woche für Woche da Listen abgehakt hat. Ne? Und ausgeweitet bei beiden habe ich bisher keine Meldung gesehen, dass er das getan hat. Aber genau das muss man natürlich auch mit im Auge behalten und ist ein weiteres Argument, was übrigens auch zu den Problemen, die ja die Drohnentechnikerinnen und Techniker haben, ne? Mit beiträgt, dass die also aus großer Entfernung und dann auch noch über Rammstein geroutet eben in einer völlig anderen Gegend der Welt Leute umbringen. Ne? Das zu unterbinden wäre eigentlich notwendig, aber das ist zumindest in der großen Koalition nicht durchsetzbar. Es wäre spannend, wenn wir es mal schaffen, Rot-Rot-Grün zu kriegen, ob es da dann durchsetzbar wäre. Ich würde es mir wünschen und ich würde auch alles tun, um dafür. Wird ja auch die NATO abgeschafft. Die NATO wird wahrscheinlich nicht abgeschafft. es würde wahrscheinlich keine, im allerersten Schritt keine neuen Auslandseinsätze der Bundeswehr geben. Und dann würden in Bezug auf Rammstein die richtigen Fragen gestellt und dann eben deutlich gemacht, dass die richtigen Antworten Deutschland nicht eben gegeben. dass die Antworten dann eben da sind, die man braucht, um sich und anderen klarzumachen, dass eine Nutzung von Rammstein für bestimmte militärische Aktivitäten eben auch bedeutet, dass Rammstein ein legales Ziel im Sinne dieses aus meiner Sicht immer etwas absurden Kriegsvölkerrechts ist, ne? Dass Menschenrechte eigentlich nicht mehr gelten, sondern nur, dass man militärische Ziele eben bombardieren darf oder in die Luft sprengen darf oder sonst was mit zivilen Kollateralschäden. Insofern könnte man dann argumentieren, und das Argument ist ja auch schon gebraucht worden, dass wir eben auch mit im Blick haben müssen, dass eine Militärbasis wie Rammstein, wenn bestimmte aggressive Akte darüber gesteuert werden, damit dann ein im Sinne dieses Kriegsvölkerrechts legitimes Ziel ist. Und das trifft dann unter Umständen nicht nur die Basis, sondern auch die Leute in der Umgebung. Und damit ist es eigentlich ein deutsches Sicherheitsinteresse, die Drohnensteuerung über Rammstein zu unterbinden. Aber das ist eben, da ist so ein bisschen dieses Gefühl, naja, also die damit getroffen werden, die haben gar nicht die Fähigkeit, Rammstein anzugreifen, und deswegen müssen wir uns da keinen Kopf drüber machen. Aber das ist auch eine der Inkonsistenzen, die man aufgreifen kann, die aber natürlich nichts mit dem Projekt Eurodrone zu tun haben. Denn davon gehe ich auch aus, die USA werden immer ihre eigenen Drohnen bauen und nicht die Eurodrone ordern. Ja, also ich finde, ihr habt ein paar gute Argumente genannt, die man vielleicht eigentlich auch nochmal vertiefen könnte. Ich sehe einfach zum Beispiel den Punkt Aufrüstungsspirale und Proliferationsrisiko ist ein heißer Punkt, aber das lässt sich natürlich auch drehen von der Argumentation, ja, dass man genau deswegen sozusagen das technologische Rennen mithalten muss. Also aus Sicht der Befürworter, glaube ich, ist da auch auf der Front nicht das letzte Wort gesprochen. Aber was mir bei der Debatte insgesamt auffällt, dass oft auch sozusagen, dass so ein bisschen aneinander vorbeiläuft, die Argumente, weil die Aufklärungssysteme, die wir haben, die auch bewaffnete Schläge durchführen können, das sind ja keine Mittel der Auseinandersetzung zwischen bewaffneten Staaten. Also zumindest die meisten Systeme, die können dann Bodenziele beschießen,
wenn sie bewaffnet sind oder eben Aufklärung leisten. Aber sozusagen der Drohnenkrieg im Sinne jetzt zwei hochgerüstete Staaten treffen aufeinander, das wären dann sozusagen nochmal ganz andere Kampfdrohnen. Also wo wir dann die Prototypen sozusagen in den USA schon eher gesehen haben, die in so eine Richtung gehen können, ja, wo aber sozusagen diese Systeme eigentlich auch nicht wirklich entwicklungsreif sind. Also da braucht man dann ja auch vollautomatische Systeme, wo ja eben die Diskussionen auch sind, will man das haben, dass Maschinen komplett autonome Entscheidungen in Bezug auf Zielerfassung und Auslösen treffen können. Also da ist immer die Frage, wie reagiert man dann eben als hochgerüsteter Staat, der vorne wegbleiben will? Das ist ja so ein Teil der Befürworterargumente, indem man dann selbst auch Drohnen baut, die für den asymmetrischen Krieg geeignet sind, hat man ja immer noch keine Drohnenabwehr. Deswegen ist die Frage Drohnenabwehr und bewaffnete Drohnen, die widerspricht sich nicht, sondern die Kombination wird sozusagen der Ausrüstungswunsch der Bundeswehr sein. Also sowohl Abwehrsysteme für die derzeitigen Kampfdrohnen, die es gibt, wie auch eben eigene Kapazitäten in dem Bereich. Also das sehe ich nur als ein Problem der Argumente, mit denen man diese Debatte führen will. Und aber ich jetzt als Moderator zu viel rede, wenn ihr noch kurze Anmerkungen machen wollt, vielleicht bevor wir dann öffnen, wir haben hier Wortmeldungen von jemand, einem Nutzer, Nutzerin, die IMI heißt, die was sagen möchte. Wahrscheinlich ist es die Informationsstelle Militarisierung, vermutlich. Und ein Nutzer namens Manfred fragt, wie läuft denn die Debatte im Bundestag ab? Gibt es Fachgremien, welche permanent sich mit dem Thema beschäftigen oder wird sporadisch im Plenum debattiert? Vielleicht könnt ihr das nochmal kurz beantworten. Wir hatten ja gesagt, wir stoppen dann die Aufzeichnung und holen alle User rein. Ah ja, stimmt. So, dass ihr quasi den Blog mal eben abschließen könnt, vielleicht auch eben kurz mit der Frage und wir dann eben auf die allgemeine Debatte umschalten. Vielleicht hätte ich sonst aber auch noch eine Frage an Ute, bevor wir das umschalten. Aber wir können es ja erstmal beantworten. Willst du was sagen, Ute, zu dem? Ich sag mal was zum Bundestag. Also ich hatte ja schon gesagt, zum Beispiel der Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe hat sich mal mit einem Experten von Amnesty International mit den Auswirkungen der Drohnenangriffe in Pakistan befasst. Also man kann generell davon ausgehen, dass viele Dinge in Ausschüssen diskutiert werden, natürlich in Konkurrenz zu anderen Themen. Ich gehe davon aus, dass der Verteidigungsausschuss sich immer wieder mit dem Thema Drohnen befasst hat. Und dann gibt es natürlich auch fraktionsinterne Arbeitsgruppen, wo ich jetzt auch nicht weiß, welche Fraktion da was für Arbeitsgruppen hat. Aber das Thema Drohnen hat dann zum Beispiel auch einen Platz in der entsprechenden Facharbeitsgruppe der jeweiligen Fraktion, entweder für Außen- und Friedenspolitik oder in der Facharbeitsgruppe für Verteidigung. Also ich weiß von keiner Fraktion, die so eine durchgehende Drohnenarbeitsgruppe hätte. Also das gibt es natürlich immer mal wieder anlassbezogen. Es gab den Untersuchungsausschuss zur Drohne Eurohawk zum Scheitern. Da wird es sicherlich natürlich irgendwelche Leute geben, die sich da zusammentun. Das gibt es, soweit ich weiß, auch in der Linksfraktion nicht, so eine kontinuierlich arbeitende Drohnen-AG. Von den Grünen habe ich das auch nicht gehört. Die SPD, das hast du jetzt zwar vorhin kurz angesprochen, aber eben nicht erwähnt, es würde für mich ja da reingehören. Die SPD hat ja jetzt gesagt, die Bewaffnung, bevor wir über die Bewaffnung entscheiden, wollen wir nochmal intern, was weiß ich, alle Argumente hören und hat jetzt eben so eine, wie nennt sich das, nicht AG, auch nicht Ausschuss, aber ne, so eine Gruppe eingerichtet. Kommission nennt sich das und da sind überwiegend Bundestagsabgeordnete aus verschiedenen Bereichen drin, aber eben auch ein paar Expertinnen mit SPD-Parteibuch, darunter der ehemalige Vorsitzende des Darmstädter Signals, Florian Kling. Und Norbert, ich möchte noch was zu dir sagen, was du eben angesprochen hast mit der Hochrüstung. Also was ja auch so ein Punkt ist, was Bergkarabach ganz gut gezeigt hat. Erstmal haben alle Leute gerufen, was heißt eigentlich, vereinfache jetzt, ne? Aber hieß es so, wir brauchen jetzt auch unbedingt bewaffnete Drohnen. Der Krieg hat ja gezeigt, wie nötig diese Systeme sind.
Und ich denke auch, das ist zu erwarten. Also, dass das quasi auch nochmal, die Türkei hat das ja auch richtig krass versucht auszuschlachten. Also zur Siegesparade in Baku nach dem sechswöchigen Krieg sind die mit Bayraktar-Drohnen gekommen. Zwei Stück, glaube ich, auf Lastwagen. Mhm. Und haben die in der Parade halt durch die Stadt defiliert. Und die Bayraktar-Drohnen der Türkei werden jetzt an die Ukraine auch verkauft. Wurden schon und sollen dort sogar produziert werden. Das ist noch ein Staat, der einen ungelösten Territorialkonflikt hat. Also wo ganz klar ist, so nein, solche Staaten und eigentlich wer überhaupt soll über Kampfdrohnen verfügen. Man darf doch nicht an die Ukraine Kampfdrohnen liefern. Ist der Türkei aber auch egal. Und jedenfalls, wir beobachten, oder ich prognostiziere mal, wir werden beobachten, so eine massive Proliferation, Verbreitung von Kampfdrohnen. Und die anderen sagen dann aber, nee, eigentlich müssen wir investieren in Abwehrsysteme. Also der Bergkarabach-Krieg hat gezeigt, dass eine Armee über eine gute Abwehr verfügen muss. Und ich spoilere jetzt mal, wir hatten das Thema schon im Vorgespräch, also Ute und ich haben da vorher schon drüber gesprochen und Norbert. Irgendwann ist dann so ein Punkt erreicht, also es gibt eine Aufrüstung an Drohnen und es gibt eine Aufrüstung an Abwehrsystemen. Das bedeutet, Drohnen sind in zwischenstaatlichen Kriegen relativ nutzlos, weil man braucht quasi so einen Luftraum, in dem man auch sauber operieren kann, wo man nicht Gefahr läuft, abgeschossen zu werden. Das gibt es dann nicht mehr mit den Abwehrsystemen und dann kann man auch keine Drohnen mehr einsetzen. Das bedeutet, die Drohnen, die man dann hat, werden vermutlich nicht in Kriegen eingesetzt oder weniger in Kriegen eingesetzt, sondern in sogenannten zwischenstaatlichen Konflikten. Das ist dann die sogenannte Antiterrorismusbekämpfung, also die Terrorismusbekämpfung. Und damit sind wir dann wieder bei der Gefahr, dass eben doch solche Geschichten wie außergerichtliche Hinrichtungen oder sowas zunehmen werden. Und ich will mich jetzt gar nicht nur auf Deutschland beziehen. Ne? Ich halte das für Deutschland aber doch für wahrscheinlicher als du, Ute. Aber so generell ist das so eine Entwicklung. Ne? Weshalb ich sagen würde, wir brauchen ganz dringend, andere sagen, der Zug ist schon abgefahren, gibt es nicht mehr, aber irgendeine Art von Moratorium oder Ächtung. Und das hast du eben am Schluss deines Referats fast verschluckt in einem Halbsatz. Da könnten wir aber an irgendeiner Stelle vielleicht dann auch mit den anderen, mit den Zuhörenden nochmal drüber reden, über eine Ächtung von Kampfdrohnen, also von bewaffneten Drohnen. Du hast ja gesagt, Drohnen braucht es, wenn man die Bundeswehr behalten will, sind auch Drohnen sinnvoll, aber eben keine bewaffneten Drohnen. Und darüber könnte man ja nochmal reden, ist so eine Ächtung überhaupt möglich? In welchem Rahmen? Welche Konventionen gibt es da schon? Und da bin ich gespannt, was zum Beispiel die IMI dazu sagen wird, die sich als Wort gemeldet hat, weil es da Leute gibt, die ja da tatsächlich aktiv sind. Gut. Wolltest du nochmal antworten, Ute? Nee, also ich sage das gerne nochmal laut und deutlich. Also ich halte Ächtungsverträge zwar für was man hart erkämpfen muss, aber was an dem Punkt tatsächlich eine auch für die SPD vermittelbare Forderung ist und wo man dann auch die Grünen und die Linken gut mit im Boot hätte und vielleicht auch den einen oder die andere mit einem anderen Parteibuch, die ein bisschen vernünftig denkt. Aber auf welcher Ebene könnte das passieren? Also auf UN-Ebene beispielsweise? Naja, also es gibt sowohl den Atomwaffenverbotsvertrag, der jetzt auf UN-Ebene verhandelt wurde, aber es gibt auch eben die Verträge, die zunächst mal am Rande der Abrüstungskonferenz in Genf verhandelt wurden, ne? Und wo es dann zunächst eben Gruppen von Staaten gab, die sich dafür eingesetzt haben und wo dann eben also dann ein Staat und nicht die Vereinten Nationen der Ort waren, wo eben dieser Verbotsvertrag hinterlegt wurde. Ne? Also auch das ist eine Möglichkeit. Und was alle diese Verbotsverträge oder Verbotsregime miteinander gemeinsam haben, ist, dass sie als erste Unterstützer eher kleine Staaten hatten, ne? Und dann eben die mittleren Staaten eben bereit waren, mit ins Boot zu gehen und die großen teilweise dann gar nicht mehr dabei waren. Ne? Und es Jahrzehnte gedauert hat. Und es hat 10, 20 Jahre gedauert und bei den Personen, Antipersonenminen war eben eine britische Prominente mit hohem Adelstitel auch eine der Gamechangerinnen, was ich bis heute nicht verstehe, aber es muss man akzeptieren und
Es wäre dann die spannende Frage, ob mal jemand gleich Wichtiges wie Lady Di findet, um eben einen solchen Prozess mitzustützen bei Leuten, die sich sonst nicht so für Abrüstungsverträge interessieren. Das, aber wenn man es nicht findet, also ich glaube, für die Streumunition hatten sie keine Adlige und es hat trotzdem geklappt. Und die Bundeswehr vernichtet übrigens manchmal auch Sachen. Also die ganzen Streubomben, die wurden dann irgendwo in Brandenburg vernichtet, und weil ich irgendeinen wirklich nicht abzusagenden anderen Termin hatte, konnte ich da leider nicht hinfahren. Ich war eingeladen als Mitglied des Unterausschusses Abrüstung, und wo sie die letzten Dinger vernichtet haben. Ne? Und auch Chemiewaffen sind so ein Beispiel, wo ein Verbotsvertrag, der wurde ja im Rahmen der Vereinten Nationen verhandelt, wo ein Verbotsvertrag wirklich dazu geführt hat, dass viele Millionen in die Hand genommen wurden, um eben Waffen wirklich zu vernichten. Die USA mussten das rauszögern, weil das so sauteuer ist, diese ganzen Chemiewaffen zu verbrennen. Ne? Während die Russen haben zumindest gemeldet, dass sie mit ihren fertig sind. Vielleicht darf ich einwerfen, ein Teil dieser Verträge, die da in Genf bei der Abrüstungskonvention verhandelt wurden, sind tatsächlich erfolgreich. Und tatsächlich gibt es auch das Beispiel mit diesen Blendlasern, die verboten wurden und die dann eben auch nicht in Serienproduktion gegangen sind, wo man es quasi vor der massenhaften Verbreitung einer Technologie durch so einen Kraft hat, dann Stopp für eine ganz bestimmte Technologie zu setzen. Das sehe ich immer als hoffnah, dass es im Prinzip möglich ist. Genau. Aber vielleicht machen wir hier einfach mal einen Cut, wir beenden die Veranstaltung nicht, aber wir haben gesagt, eben, wenn wir das Seminar öffnen, dann zeichnen wir nicht mehr auf, sodass alle mitdiskutieren können und nachher nicht rausgeschnitten werden müssen. Deswegen danke ich herzlich. Freue mich gleich auf die weitere Debatte.